Jedes Gelenk im Körper kann sich entzünden. Ist nur ein Gelenk betroffen, sprechen Mediziner von einer Monoarthritis. Mono ist griechisch und bedeutet so viel wie einzig oder allein. Bei einer Polyarthritis hingegen sind mehrere Gelenke betroffen. Typisch sind Schmerzen, Schwellungen, Rötungen, Überwärmung und eingeschränkte Beweglichkeit des betroffenen Gelenks. Manchmal entsteht auch ein entzündlicher Gelenkerguss, bei dem sich Flüssigkeit oder Eiter im Gelenk ansammelt. Die Entzündung kann sehr plötzlich auftreten, dann handelt es sich um eine sogenannte akute Arthritis. Eine chronische Arthritis hingegen ist eine langwierige Erkrankung. Hier besteht die Gefahr, dass die Gelenke mit der Zeit zerstört werden, sich verformen und nicht mehr richtig funktionieren. Zu den häufigsten Ursachen einer Arthritis zählen die rheumatoide Arthritis, bakterielle oder virale Infektionen, Stoffwechselerkrankungen und Arthrose. Wie ihr dem Ganzen jetzt entgegenwirken könnt, ohne euch mit Medikamenten vollzupumpen, verraten wir euch heute in diesem Video. Und in diesem Sinne geht's jetzt schon los. Nummer 1. Bienenstiche. Okay, zugegeben, wir meinen nicht die Stiche, sondern das Gift. Bienengift gilt schon lange als Naturheilmittel gegen alle möglichen Entzündungen. 2004 hat eine Studie in Südkorea die Wirkmechanismen der Substanz entschlüsselt. Der Wirkstoff im Bienengift, der rheumatische Arthritis lindert, heißt Melitin. Es wirkt stark entzündungshemmend. Die Forscher untersuchten Ratten mit fortgeschrittener Arthritis. Bereits in sehr kleinen Dosierungen bewirkte Bienengift einen dramatischen Rückgang der Schwellungen und Gelenkverkrümmungen. In anschließenden Laborversuchen mit menschlichen Gelenkzellen kam Melitin pur zum Einsatz. Das Ergebnis war: Der Bienengiftwirkstoff unterdrückt bestimmte Regionen der Erbinformation, die Informationen für Entzündungssignale und Immunerkrankungen enthalten. Damit blockiert es Entzündungsprozesse in der gleichen Weise, wie es moderne Gelenkschmerzmedikamente tun. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Nummer 2. Chilis. Rund 5 Millionen Deutsche leiden an schmerzhaften Knorpelverschleiß. Ein Mittel hat sich als hochwirksam gegen Arthrose erwiesen. Chili. Bewegungsmangel, altersbedingte Abnutzung und Übergewicht. Arthritis kann echt viele Ursachen haben. Mediziner arbeiten ständig an neuen Methoden, die oft schmerzhafte Gelenkerkrankungen zu behandeln. Heilpraktiker und Naturmediziner setzen bei Arthritis immer häufiger auf Capsaicin, den Inhaltsstoff der Chili. Eine Studie bestätigt die schmerzlindernde Wirkung und die sichere Anwendung von äußerlich aufgetragenem Capsaicin bei Gelenkbeschwerden an Hand, Knie, Hüfte und Schulter. Nummer 3. Grüner Tee. Eine Studie der University of Michigan hat gezeigt, dass ein Inhaltsstoff im Grüntee, das sogenannte EGCG, auch bei Arthritis positive Auswirkungen hat. EGCG ist ein Antioxidant und kann in EGCG-reichen Teesorten bis zu 17% der Trockenmasse ausmachen. Für die Untersuchung isolierte das Team die sogenannten synovialen Fibroblasten aus den arthritischen Gelenken der Studienteilnehmer. Ein Teil der Zellen wurde mit Grüntee behandelt. Bei den unbehandelten Zellen konnte man nach wie vor Entzündungsreaktionen feststellen. Bei den mit Grüntee behandelten Zellen war die Entzündung deutlich schwächer ausgeprägt. Zusätzlich schien der Grüntee Enzyme blockieren zu können, die zur Knorpeldegeneration beitragen. Nummer 4. Ingwer. In einer im Jahr 2001 durchgeführten Studie wurden 250 Patienten, die unter unterschiedlich starken Arthritisschmerzen litten, zweimal täglich Ingwer in roher oder erhitzter Form oder ein Placebo verabreicht. In der Testgruppe, die regelmäßig Ingwer zu sich nahm, stellte sich nach 6 Wochen bei 2/3 der Patienten eine Linderung der Schmerzen und Entzündungserscheinungen ein. Mittlerweile gab es mehrere Doppelblindstudien, die alle nachgewiesen haben, dass die Wurzel Arthritis-Symptome teilweise drastisch reduzieren kann. Nummer 5. Flache Schuhe. Bei jedem Schuhkauf sollte darauf geachtet werden, dass die Schuhe bequem sind und gut passen. Gerade bei Menschen mit Arthritis sollte das keine Neuigkeit sein. Das richtige Schuhwerk ist in diesem Fall flach und bequem. So hat der Körper einfach den besten Halt und die Gelenke werden auch nicht übermäßig überlastet. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.